Der neue Blick auf die Babys, die Maltipu, und das ist ein jüngerer Wurf mit gut 3 Wochen. Und da sieht man, vorhin habe ich ein Video gemacht von älteren Welpen, was da noch für ein Unterschied ist, was für ein Entwicklungssprung eigentlich in ein paar Tagen passiert. Diese Schnuppileins, da sind 2 Mädchen und ich glaube, das kann man schon mit Sicherheit so sagen, da weiß man nicht, welcher da der putzigste ist, weil einer ist schnuckeliger wie der andere und jede schaut kreuzfrecht rein. Aber sie sind natürlich jetzt noch sehr klein, weil über 3 Wochen fangen sie dann erst an, ein bisschen Spielversuche, und nach 4 Wochen fangen sie dann an, Fressversuche, weil so ein Hundzilein muss halt auch Schritt für Schritt alles lernen von der Mama. So, und weiter geht's bei den putzigen Schnuckeleins beim Herzahn. Das sind jetzt 2 Rüden in meiner Hand. Die sind ein bisschen unterschiedlich in der Farbe. Der ist ein Ticken heller, der ist ein bisschen dunkler. Der Farbton, wie gesagt, ist nicht exakt zu erkennen, alle im Video. Aber es ist sowieso jeder der Liebste und der eigene ist sowieso der Schönste, egal wie er wird. Und im Scherz sage ich zu den Leuten, wem der Hund zu hell ist. Der Hundefriseur kann jede Farbe machen. Lila, Tigerstreifen, alles möglich. In der Natur geht es nicht, weil wenn natürlich ein Elternteil weiß ist, was bei dem Maltipuyo üblich ist, dann sind halt die Tiere logischerweise hell. Es sei denn, man denkt mit einem schwarzen Pudel, der reinerbig ist, dann kriegt man halt lauter schwarze. Aber alle anderen Farben werden natürlich aufgehellt, ist wie beim Wasserfarben malen. Wenn ich dazu blauer Deckweiß dazu tue, kriege ich nicht lila, sondern hellblau. So, oje, oje, und schon sind wir beim letzten angekommen. Und das ist auch ein kleines Bulli, ganz ein netter, der hat so eine richtig schöne rötliche Farbe, ganz lieb. Aber wie ich schon gesagt habe, jeder ist lieb und jeder ist der Liebste. Gell? Und du bist der Allerliebste, ist das so? Bist du der Allerliebste? Ja, natürlich. Ganz klar. Okay, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba!